Kommen wir noch zum letzten Kapitel in diesem Band. Der Abschluss ist tatsächlich ein Cliffhanger. Toamuro und Azusa sind an der Teitan-Grundschule, um dort zu helfen bei einer Unterrichtsstunde darüber, wie man Brot backt. Und Kobayashi ist zwar da, aber die Detective Boys und Con sind leider gerade zelten und können deswegen nicht im Unterricht teilnehmen. Huch. Hä? Gut, dass man die nicht zeigen muss. Na, vielleicht ist es irgendwie so eine spezielle Unterrichtsstunde, die außerhalb des normalen Unterrichtsdings Ah, ist, das ist mäßig. okay. Weil, also, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan ist, aber bei uns an der Schule hat dann niemand für so eine reguläre Unterrichtsstunde irgendwelche Leute dann so dazugeholt. Der Fokus liegt eher auf Takuma und Maria. Die kennen wir ja noch aus dem Fall im Band 53, wo Kobayashi dieses Rätsel sich ausgedacht hat, um die besser in die Klasse zu integrieren. Und beide haben wir dann ja ab und zu mal später gesehen auch. Und die sind da so ein bisschen zusammen am Werkeln. Maria leiht die Schürze, Takuma ihre Schürze mit einem Würfel drauf, weil wir erinnern uns ja, sie mag ja Würfelspiele so sehr. Und ihr Brot ist wie ein Okonomiyaki geformt, weil sie kommt aus Kansai so und deswegen formt sie natürlich dieses Gericht. Ne? Ist immer gut, wenn die Charaktere so ein paar festgelegte Traits haben. Und nach dem Unterricht, Takuma, der als Dank sein Brot wie ein Würfel geformt hat, was aber nicht Ja. so gut aussieht, und Maria checkt's nicht, will er ihr dann hinterher noch was zeigen und sie gehen dann zusammen in Richtung des alten verlassenen Schuppens, den wir aus dem Introfall von Rumi kennen, was Amuro bemerkt und Takuma gibt Maria da unten so einen Würfel, den er da gesammelt hat, weil er hat sich da so ein kleines Geheimversteck angelegt und dann hat er so einen 12-seitigen Würfel und den schenkt er ihr. Und dann kommt Amuro dazu, der hier so sagt, hey Kinder, Geheimversteck, schön und gut, aber hier unten gefährlich, verlassene Schuppen und so. Und dann passiert aber ein Erdbeben, oh nein. Oder wie man in Japan sagt, ach, mal wieder Dienstag. Und die sind jetzt im Keller eingesperrt. Maria sagt dann, ach, ich bin bestimmt verflucht. Und in der deutschen Übersetzung wird es dann so ein bisschen ungenau, weil sie sagt, dass als sie bei ihrer Großmutter war, da wurden wir ja auch schon eingesperrt. Und wenn wir uns erinnern, sie war ja ganz alleine eingesperrt, damals mit ihrer Großmutter in Band 95 von Detektiv Conan. Mit dem jungen Hiroki machen wir eine Referenz auf Band 6 und dann hier in diesem Fall machen wir eine Referenz auf Band 95. Schön. Und ja, die Luke ist dicht. Conan ist nicht in der Schule, das heißt keine Rettung für alleine. Gut, dass es offensichtlich keine fähigen Leute sonst in der Tetan-Grundschule gibt. Kein Empfang. Und Amuro hat dann auf einer Thunfischdose eine Kerze angezündet und sagt, dass nach dem Brotbacken die nächste Lektion jetzt das Überlebenstraining ist. Und dieses Überlebenstraining sehen wir dann aber erst in Band 4 tatsächlich. Denn, wie schon gesagt, der Band endet auf einem Cliffhanger. Wuhu. Ja, das ist auch so fast so ein kleines, nettes Kapitel. Hat fast wenig mit Amuro zu tun insgesamt. Seine krassen Skills darf er dann wahrscheinlich erst im nächsten Kapitel zeigen, wenn es dann ordentlich ins Überlebenstraining geht. Ja, Maria und Takuma fand ich damals schon cool und genauso wie sie in Detective Conan ab und zu mal wieder aufgetaucht sind, also Maria mehr als Takuma, finde ich es hier ganz nett, wenn sie so ein bisschen hier in Zero Suit Time mal wieder Screentime bekommen. Ist so ganz nett. Ja, ein bisschen insgesamt größtenteils seichter Ausstieg und dann am Ende hat man noch diesen Cliffhanger mit reingebracht für dieses Kapitel und dann auch diesen Band. Ja, ob es das jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht, aber insgesamt war es ganz nett. Also ich war ja überrascht und dachte, hä, wieso machen die jetzt einen Cliffhanger in Zero's Tea Time, einem Spin-off? Und auf der anderen Seite hat er genau das bewirkt, was er halt bewirken soll, weil ich dachte, ihr könnt doch jetzt an dieser Stelle nicht aufhören. Ich will wissen, wie es weitergeht, was da jetzt passiert, wie die wieder rauskommen. Und das soll schon mal zum Ende. Und am Anfang, ja, wir hatten es ja jetzt schon so ein bisschen erläutert, dass sie das jetzt quasi als Zusatzunterricht deklarieren. Damit kann ich mich mit anfreunden, weil am Anfang dachte ich,
Hä, warum sind Conan und die anderen Detective Boys nicht in der Schule, wenn sie im Unterricht was über Brot backen lernen? Ich meine, das wäre ja eigentlich ein durchaus normales Hauswirtschaftsfach, aber gut, wenn es Zusatzunterricht ist, dann will ich nichts dazu gesagt haben. Dann können sie andere Verpflichtungen haben. Wobei man sich dann fragt, warum so viele Kinder in der Schule sind und am Zusatzunterricht teilnehmen, nur die fünf irgendwie nicht. Aber gut. Ja, ansonsten hat Lasse schon gesagt, ich mag Maria und Takuma auch sehr und freue mich, dass die beiden hier auftreten. Hat mich allerdings gewundert, dass eben hier kein Sternchen zu sehen war mit bekannt aus Band sowieso, weil wir es ja am Anfang mit dem Jungen und der Katze, da hatten wir ja unser Sternchen, hier aber nicht. Und ich finde, Maria ist ja nun wirklich so ein Charakter, an den kann man sich erinnern und denkt, hey, die kenne ich von irgendwoher und nicht nur aus dem Schlüsselloch. Da hätte sich so ein Sternchen eigentlich angeboten, auch später dann eben mit dem Fall, wo sie halt sagt, ja, ich war schon mal eingesperrt und ich bin sehr enttäuscht, dass da wir steht und nicht ich, weil so macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Und ja, das hat mich gestört, wird mich auch weiterhin stören, weil es ist nicht wir, sondern ich. Ja, aber nun steht's da so mal so. Und eine sehr schöne Szene fand ich eben auch die Szene, als Takuma Maria seine Kreation präsentiert und sie dann nur so drauf guckt. Was ist das? Ein Fußball? Das war eine sehr schöne Szene und wie es ich dann so ein bisschen aufrege, wieso erkennst du das nicht? Das ist doch genau das. Und wenn man sich das aber anguckt, denkt man, also ich hätte es auch nicht als Würfel deklariert, um Maria da als Schutz zu nehmen. Ja, von daher, sehr schönes Kapitel, hat mir sehr gefallen, auch dass der Schuppen, also wieder eine Anspielung drin vorkommt, also ja, sehr schön, hat mich sehr gefreut, hier so ein bisschen Teil der Grundschulaktivität zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, also ich muss sagen, von den Fällen war das einer, oder was heißt Fälle, aber so von diesem Mystery-Setting ist es mal endlich ein Fall, der da reinpasst in dieses Schema und auch mit diesem Überlebenstraining am Ende. Also hat mich sehr gefreut. Was mich auch sehr gefreut hat, war halt, dass Maria und Takuma beide aufgetreten sind. Ich finde es sehr schön, dass man an diesem gesamten Band diesen roten Faden hier zieht, mit Charakteren, die immer wieder auftreten. Und ich mag Maria auch sehr gerne. Und ja, deswegen, das hat mir sehr gut gefallen, dass man die beiden hier hat auftreten lassen. Ansonsten, ich finde es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass man in der Schule auch noch irgendwie außerschulische Aktivitäten macht. So, also das finde ich jetzt nicht so komisch. Also manchmal gab es bei uns auch so Schulbetreuung, also nach der Schule, die halt in der Schule stattgefunden hatte oder so. Und wenn dann irgendwie mal, das haben auch mal Eltern übernommen, dann diese Betreuung. Und deswegen finde ich das nicht so ungewöhnlich, wenn dann zwei da kommen und man macht dann noch irgendwie was Tolles, Interessantes, man backt zusammen. Oder wir haben in der Schule damals auch Plätzchen gebacken. Von daher finde ich das nicht ganz so ungewöhnlich. Und auch, dass halt Conan und die anderen beim Zelten sind, dann ja. Ist dann erklärbar. Ansonsten, wenn die während dem Unterricht einfach nicht da sind, fände ich das schon ziemlich lustig. Wobei ich, naja, gut. Ansonsten, ja, Brot backen, nicht so spannend natürlich. Hier jetzt irgendwie einen großen Ratgeber draus machen, wie backt man Brot, haben sie Gott sei Dank nicht ganz so gemacht. Und von daher, ja, fand ich es toll, dass man dann am Ende dieses Mystery-Setting mit einbauen konnte mit diesem Erdbeben und so. Ein Fall, der mir sicherlich besser gefallen hat, und mir ging es wie Olli, was den Cliffhanger angeht. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich muss auch sagen, dass mir die Sache mit den Cameos tatsächlich sehr gut gefallen. Also ich finde, das kann ruhig auch so weitergehen. Da können ruhig die Fälle können ruhig so konstruiert sein, dass auch Fälle aus dem Con-Universum immer mal wieder eingebaut werden. Das war eigentlich in dem Band echt schön. Und gerade mit Maria, da freue ich mich über Takuma und Maria. Das ist schon ganz schön, dass die beiden auftauchen. Und ja, ich hatte tatsächlich irgendwie, normalerweise hat man ja eigentlich immer eine Fortsetzung folgt auf der letzten Seite. Das hat mich tatsächlich das erste Mal gefehlt, weil ich das sonst immer gewohnt bin, dass da Fortsetzung folgt steht. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob es jetzt auch sein könnte, dass es an der Stelle zu Ende ist. Aber dem scheint ja zum Glück nicht so zu sein, was auch sehr komisch wäre von der Geschichtserzählung. Ja,
Das so das, was mir noch dazu eingefallen ist. Ansonsten, wie gesagt, ich finde es einen echt schönen Fall der letzten und das hat mir eine große Freude bereitet, das zu lesen. Vielleicht gibt es dann im nächsten Kapitel, im nächsten Band, dann nur den Hinweis, es sind alle Beteiligten gestorben. Oder irgendwie sowas. Oder nur Amuro konnte nicht sterben. Dann wird der Fall nicht weiter erzählen. Naja, das hoffe ich doch mal sehr, dass das aufgelöst wird.